Hallo und guten Abend und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ihr seht es schon, ich habe mir die Kugel auf den Tisch gepackt. Ich möchte heute nochmal eintauchen in Ottos Gefühlswelt. Das ist ein Channeling, was ich hier mache, und die Kugel hilft mir einfach nur dabei, die Energien gebündelter aufzufangen. Das ist nichts, wie man das vom Jahrmarkt und von Pippi Langstrumpf her kennt, dass hier jetzt ein tierischer Film abläuft, der läuft vor meinem geistigen Auge ab. Ich muss es immer dazu sagen, ansonsten kommen merkwürdige Kommentare um die Ecke. Die möchte ich mir ersparen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was mit Otto so los ist, wie es ihm so geht, was er berichten möchte. Um so einen groben Anhaltspunkt zu haben, suche ich mir dann immer erst ein, zwei, drei Überschriften und dann setze ich mich mit ihm kurz in Verbindung. Mal erzählt er mehr, mal erzählt er weniger. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Und es ist so, dass ich die Kugel für private Sessions nicht einsetze. Das ist nur so ein kleines Bonbon, das ich der Allgemeinheit zur Verfügung stelle. Und jetzt geht's los. Also, ne, eine private Legung jederzeit gerne. Die Kugel, nein. Otto, wie bist du drauf? Otto ist, ne, der Seelenpartner, das Gegenüber. Das sind jetzt Karten, habe ich nicht so mit gerechnet, aber Unverhofft kommt oft. Sekündchen. Ist immer schlecht, wenn man mit was rechnet. So ist das mit Erwartungen, ne? Wenn man denn welche hat. Ja, die habe ich jetzt mit rausgeschmissen, dann ist das so. Ich glaube, dann reicht das auch schon fast. Einige Karten heute. Okay, dann gucke ich mir das mal eben an. Und dann dimme ich das Licht hier mal runter, damit ich nicht geblendet werde. Und dann geht es auch schon los. Sekunde. So sollte es gehen. Hello, my little sweet sunshine, how are you today? Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hatte jetzt eine Phase, da ging es mir wirklich sehr gut und ich war mega, mega, mega stolz auf mich. Aber diese Phase hat nicht lange angehalten. Ich werde immer wieder und immer wieder zurückgeschleudert in die Vergangenheit. Eigentlich möchte ich da gar nicht mehr sein. Aber mir ploppen immer wieder Themen auf, ja, die mit meiner Familie zu tun haben. Ich hätte gerne gehabt, dass meine Mutter gesehen hat, hätte, was ich in den letzten Tagen geleistet habe. Vielleicht schaut sie aus dem Himmel zu. Aber wahrscheinlich hätte ich das, was ich geleistet habe, gar nicht leisten können, weil sie im Vorfeld gesagt hätte, lass es, das kannst du nicht. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, tut mir das immer noch weh, aber ich möchte die Vergangenheit abschließen. Ich möchte ein neues Kapitel starten in meinem Leben.
Irgendwas hält mich aber noch zurück. Ich habe Angst, dass wenn wir uns jetzt wirklich zusammentun im Laufe der Zeit, die Leidenschaft zwischen uns weniger wird. Dass ich irgendwann nicht mehr interessiert bin an dir, weil so war es in jeder Beziehung. Wenn man so die alltäglichen Dinge eines Menschen mitbekommt, kann das auch schon mal nervtötend sein. Das kann von beiden Seiten so geschehen. Ob du meine Eigenarten auf Dauer tolerierst oder ob ich dir nicht doch irgendwann auf die Nerven gehe. Ich weiß es nicht. Diese Angst, die steckt einfach noch in mir und das ist letzten Endes das, ja, was mich zurückhält. Ist blöd, ne? Es ist schön, wenn du dich aus der Distanz mit erfreust über meine Erfolge. Und trotzdem sitze ich dann hier und bin allein. Ich brauche da, glaube ich, auch nicht viel mehr drüber zu sagen. Das ist eine Geschichte, die muss ich mit mir selber ausmachen. Ich könnte es ja verändern. Mein Herz schreit oft ganz laut, los jetzt. Und mein Kopf sagt, warte, warte. Ich bin echt gespannt, wer am Ende gewinnt. Was aber keine Frage ist, ist, dass ich dich aus ganzem Herzen liebe. Dass ich dich aus ganzem Herzen liebe. Jetzt kommt dieser komische Blick, jetzt will er nicht mehr reden, jetzt ist er weg. Das ist immer so ein ganz bestimmter Blick, wo man so den Widerstand sogar erkennen kann in seinen Augen. Ja, ich lasse es mal so stehen. Am liebsten hätte er jetzt lieber nichts gesagt. Dafür Dankeschön, dass er was gesagt hat. Und wer damit in Resonanz gehen kann, darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Er war nicht richtig schlecht drauf, aber er war nicht richtig gut drauf. War irgendwo so in der Zwischenwelt unterwegs. Und ja, hoffen wir, dass er da bald irgendwann mal eine Entscheidung trifft. Denn wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann kann man, ja, das ist halt leichter. Das ist halt unbeschwerter, weil dann kann man in eine bestimmte Richtung marschieren und muss sich nicht dauernd das Hirn verrenken. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt mir gesund, danke für jedes Kommentar, jedes Like und ja, bis zum nächsten Mal.